Ich hatte gerade eine Bürgerbeschwerde. Der Bürger ist gestern Abend entführt worden, ist auch angeschossen worden. Ja. Natürlich zu einer super Uhrzeit, 2 Uhr, 3 Uhr. Weswegen er hier war, ist, weil da wohl ein Officer dran beteiligt sein soll, mutmaßlich, der dann dementsprechend die Geiselnehmer gewarnt hat, beziehungsweise die Polizisten, die dann dazugerufen wurden, dass er gesagt hat, ja, ich bin hier, alles gut, ne, war gar nichts, haha, wir machen hier nur Späßchen, fahrt mal lieber wieder, ne? Moment. Ja, Mr. Scott? Was denn, er war doof genug. Perfekt, und es ist nicht erlang. Hä? Und es ist nicht erlang. Nein, es ist nicht erlang, es ist Gunny von den Devils. Ah, perfekt. Es war auch Siegfried Ulrich dabei, das passt alles zusammen. Seine Telefonnummer konnten wir jetzt auch zuordnen, also passt alles wie Arsch auf einmal. Perfekt, Herr Scott. Gute Polizeiarbeit. Danke, jo, danke. Tschüss. Und wenn man sich einmal auf die Blödheit von anderen verlassen kann, ist hervorragend. So, genau. Ja, weiter. Geht da um die Akte 84589. das ist dieser Entführungsfall, den es da gibt. Der Mr. Chris Tyrone war hier. Er belastete sich auch sehr stark selber. Indem er zugab, dort in diesem Lagerhaus, wo die ihn hin verschleppt haben und was eröffnen sollte, auch Hanfblüten gelagert zu haben, so um die 300, also auch eine größere Menge, weswegen ich dem erstmal glaube. Das darf aber aktuell noch nicht aktenkundig sein, um den Officer halt nicht vorzuwarnen. Na, wir wissen, dass sie da mit ihre Finger im Spiel haben und dann kann er alles verneinen und dann haben wir die Ratte weiter im PD sitzen. Ne? Also nochmal, also ja, der hat den Mann mit entführt, beziehungsweise die Drogen mit verlangt oder wie jetzt? Oder was? Ja, er soll die Officer zumindest, die Officer zumindest weggeschickt haben, die dann ankamen, wie in der Akte drin steht. Ja, und dann wurde er später dann halt auch angeschossen, der Mann. Wie gesagt, ich glaube ihm jetzt erstmal, weil er sich halt erst belastet dadurch, dass er gesagt hat, ja, die wollten Drogen haben, da waren 300 Hanfblüte drin. Den glaube ich ihm erstmal. Ja, nur ich muss sie halt darüber informieren, weil es halt eine Straftat ist. Ob sie da jetzt hinterhergehen wollen oder nicht, weiß ich nicht. Sie müssen ja auch die Akte weiter bearbeiten oder weiter delegieren. Sagt, weil ein Officer mit im Spiel ist und da aktuell in der internen ermittelt wird, dass bitte die Akte noch so ein bisschen unhold halten, sag ich jetzt mal. Ne? Weil ich will nicht, dass zum einen der Mann in Gefahr kommt. Wer weiß, was dann passiert, wenn rauskommt, okay, der hat hier gesungen, ne? Quasi. Da steht es ja von Geta, ja. Schwierig, ne? Wer ist denn schon drin in der Akte mit dem Officer-Namen? Also es wird, ich weiß nicht, ob Van Geta ist, aber Van Geta wird quasi erwähnt, dass er da mal gesehen wurde von Herrn Biermann. Okay, da sie das nicht verneinen, würde ich sagen, es geht um ihn. Also er wird hier namentlich erwähnt, ja. Jetzt war ein gesteckten Streifenwagen. Lass mich überlesen. Wo steht denn der Name? In der langen Aussage von Herrn Biermann kommt er vor. Relativ weit oben. Kurz später, nachdem wir verloren haben, bekam ich einen Anruf. Leitstellen, Anrufe meldet sich wie folgt. Weiter oben. Okay. Ein paar Sekunden später können von Herrn Selbstmord, dass die Personen wegfahren sind. Schwarz in der SUV. Nochmal ein bisschen gelesen. Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Punkt 5 in der Aussage. Und zwei jeweils von Personen hereinkommen gestellt. Einmal handelt es sich um einen einzelnen Herrn und zwei Herren, darunter Herr Angeta. Ah.
Okay. Mir eben gar nicht aufgefallen, dass der Name da drin stand. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Ist auf jeden Fall ein sehr verworrener Fall. Da geht es auch um Gangzugehörigkeiten, Gängen, die bisher auch noch nicht auffällig waren. Irgendwie hat dann plötzlich keiner mehr irgendwas gesehen, ja. Ja, ja, deswegen hatten wir auch, Mr. Anthony weiß Bescheid darüber, Mr. Jones von der internen, meine Wenigkeit, und sie wissen jetzt darüber Bescheid. Ansonsten aber war das denn abgeplant mit der DTU? Wahrscheinlich nicht, ne, wenn das Unfall wird. Nee. Weil er sagt, DTU also weiß die... von gar nichts. Okay. Ja, die DTU weiß von gar nichts. Mhm. Ich habe ein ganz mummeliges Gefühl, weil der Herr Tyrone hat halt dementsprechend bisher keine Vorstrafen, nichts. Der arbeitet bei Kenneths Gewerbepark. Bisschen unbescholtener Bürger, belastet sich selber mit seiner Aussage, dass er da Drogen hat. Also ich habe keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Ne? Also. Und er hatte gesagt, dass quasi er damit beteiligt war, dieser Van Gitter, ja? Der war die ganze Zeit mit da, wollte diese Drogen haben, hat den dann wahrscheinlich auch noch, wann mit dabei jetzt angeschossen wurde und so. Der hat die gewarnt, ne? Der hat die gewarnt. Die Geiselnehmer. Dass jetzt die Polizei kommt? Mhm. Das Problem ist, der hat auch wohl eine Freundin, die da auch wohl eng verwogen ist mit dieser Gang und also es sind quasi zwei Ratten dann im PD und weil die auch im PD arbeitet und ach, Gottes Willen. Oh, das ist ganz verworren, das Ganze. Mm. Wie gesagt, ich habe jetzt nur auch das COCP-Verfahren. Für CC sind Sie ja zuständig und beziehungsweise Staatsanwalt. Habe ich denen aber auch gesagt, dass da nochmal was auf Sie zukommen wird bezüglich CC-Verfahren. Aussagen müssen noch nachgetragen werden. Müssen Sie zweimal machen, aber... Wie gesagt, der war hier zittrig, ohne Ende, war noch angeschlagen von, heute müssen wir auch mal überlegen, ne? Die Entführung war nachts um zwei, ne? Also, das sind schon mal, welche Geisteskinder das wieder sind. ja, aber... Auf jeden Fall überhaupt nicht schön. Ist mal unabhängig davon. Kennst du diesen Van Geta? Sagt ihr denn was? Ich habe den nur zwei oder dreimal gesprochen, weil der irgendwelche Aussagen nachtragen musste. Das war es aber auch. Also, nee, nicht wirklich. Ich habe den, glaube ich, noch nie gesehen. Okay. Also, wo irgendwo auch mal eine E-Mail geschrieben haben an die PD-Führung. So, vier DIN A4 Seiten bezüglich, was man alles ändern muss im PD und besser laufen muss. Und dann kam man dem nicht nach und dann ist er jetzt korrupt geworden, oder was? Ja. Das ist jetzt seine Ausrede. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ne? Hat eh nichts gemacht, na, kann ich auch genau. Verbrecher kann ich, werden. Genau, dann kann ich mich auch auf die Verbrecherseite schlagen, klar. Ja. Ich habe meine Waffe wieder bekommen von Mr. Scott. Ja, sehr gut. Ist auch abgeschlossen. Mhm. Ja. Gut. Na gut. So, was wurde verurteilt? Nee. Kannst du einfach gucken, oder? Ja, entweder das oder ich gucke in der SMS. Ich habe mir $8,000 gegeben, weil tatsächlich Mr. von Lichtenberger noch nicht so richtig vorbestraft war. Widerstand gegen Verstreckungsbeamte, weil ich finde auch US Marshals zählen als Verstreckungsbeamte, wenn die Leute ins Prison fahren dürfen. Und schwere Körperverletzung. Ja. Kommen sie auch wieder günstig bei weg, ne? Ja, aber der war tatsächlich nicht wirklich vorbestraft, das war das Problem. Ja. Perfekt. Ja, dann kann ja meine Kanzlei dann loslegen, ne? Hier, ansonsten habe ich aber nichts für Sie. Gut. Wir werden ja reichlich haben. Also, ja, Mr. Pierce war da. Ja. Doch, Mr. Pierce war da und sagte, bei mir ist eine Akte, die ist jetzt auf Miss Hain. Ging da um irgendwie Feuerwehr, irgendwas. Ja. Keine Ahnung. Sagte er nur zu mir.
müssen sich die Herrschaften dran gewöhnen, dass wenn ich Akten übernehme, das vielleicht ein bisschen was Größeres ist. Deswegen waren die wahrscheinlich hier von der Feuerwehr, ne? Richtig. Ach, sehen Sie? Gucken Sie. Richtig. Kann eins und eins zusammenzählen. Hervorragend. Deswegen sind Sie Senior Judge, Herr Delanois. Ja, ne? Ja, ne? Ja. Mir wäre auch ein guter Ermittler geworden, ich sag's. Noch ist nicht zu spät, ne? Ja, nee. Ah, perfekt. Vermieten Sie eigentlich bei sich im Pörser irgendwas zum Schlafen oder so? Schlafplätze nicht, nein, wieso? Ach, nur diese Business Lounges da, oder was? Wieso, wollen Sie Cottville ausgliedern? Ja, vielleicht. Oh. Oder vielleicht ziehe ich auch einfach aus, vielleicht gebe ich auch einfach auf. Der Klügere gibt nach, wissen Sie? Also wenn Sie Cottville ausgliedern wollen, ich habe mal, also wenn Sie sich hier von der Verwahrstelle unter der Brücke da rechts, ne, das ist so ein Zeltlager. Da können Sie Mr. Cottville. Hat das auch nicht weit zur Arbeit? Ja, genau. Er kann auch einfach hier schlafen, sind wir ehrlich. Genau, können Sie ein bisschen schmackhaft machen, ne? Vielleicht frage ich mal Kilpatrick, ob er vielleicht die Schlüssel von seinem Büro rausrücken möchte. Ja, aber wenn Sie da schlafen. Ihnen würde ich das nicht empfehlen, da zu schlafen, ne? Nee. Nee. Mr. Koffel ist übrigens gerade dabei, eine Flugstunde zu nehmen, ne? Will der Heli fliegen selber oder was? Er will ganz hoch hinaus. Er hat geschrieben, ich mache mal eben einen Flugschein. Wo kann man denn Flugscheine machen? Ich will auch einen Flugschein. Keine Ahnung. Und dann sagt Mr. Chad, hat mir auch geschrieben, sag mal, hat Mr. Cordwell Geldnot? Oder warum macht er selbst einen Flugschein und lässt sich nicht selber rumfliegen? Wo bleibt eigentlich unser Heli? Sag ich auch. X macht gerade einen Flugschein, der vom... Ich ruf dich gleich zurück. Cordwell ist auch dabei. Ich will auch einen Flugschein. Achso, und Cordwell hat gesagt, er braucht Flugschein für Dates. Wow. Wirklich. Ich sehe ihn demnächst noch einen Heli kaufen. Ja. Die Dates. Ich brauche einen Flugschein. Oh, ich brauche einen Heli. Ja, Sie kaufen den Heli und ich mache den Flugschein, okay? Ja. Ja, perfekt. Gut. Können Sie mich fliegen? Immer also auf dem Casino. Gerne. Da haben wir auch ein Helipad. Ja, mach gerne. Nicht so weit zum Penthouse. Perfekt. Ja. Habt ihr jetzt eine Zweitwohnung? Ist ja so. Ja. Und jetzt übrigens auch von Stainsham mal zu Ihnen in Ihre Villa da eingeladen. Irgendwann muss ich dem Ruf wohl mal folgen. Ja, kommen Sie vorbei, aber klingeln Sie nicht bei mir, ne? Wieso nicht? Was soll das denn jetzt? Ja. Ich dachte, Sie empfangen mich da mit offenen Armen. Vielleicht lassen Sie mich einziehen, dann mache ich den Code, weil nur andersrum. Ja, ich muss hier ganz weit rum. Wie, dann müssen Sie ganz weit rum? Ja, das Haus ist ein bisschen größer, ich sag's Ihnen, wie es ist. Haben Sie da keinen E-Scooter oder so für drin? Nee, aber ich hätte gern so einen Golf-Caddy. Ja. Wenn ich eins finde? Für draußen durch den Garten, zum nächsten Garten, über den nächsten Garten in den Blumengarten rein. Ja. Wenn ich eins finde, sage ich ihm Bescheid, ja. Weil sonntags frühstücken wir immer auf der großen Terrasse zusammen. Hm? Das ist immer so weit dahin. Schön. Aber wie soll ich damit die Treppe hochkommen? Das ist auch wieder ein Problem. Das ist doch wirklich problematisch. Da müssen wir dann so eine Rampe einbauen lassen. Extra. Wir müssen das behindertengerecht machen. Ja, oder einen Fahrstuhl. Ich glaube, ich nehme einen Fahrstuhl. Natürlich. Ja, rufen Sie mal an. Hey. Alles klar. Alles klar. Tschüss. Danke. Ich bin im Flugschein. Ja, Mann. So. Ich brauche noch eine Aussage von Rockford. Er ist nicht da. Schade. Tommy Smith brauche ich, glaube ich, noch eine. Ich immer noch nicht drinstehen. Hat abgelehnt, ist nicht da, hat abgelehnt, Fiete Schmidt ist nicht mehr da. Das heißt, die Akte fehlt noch Rockford. Ist verurteilt, hat abgelehnt, ist nicht da, Tommy Smith. Okay. Aiden, warum? Hallöchen. Warum?
wollte gerade eine Nummer eingeben. Jetzt, Mann, das ist, als würde man eine SMS schreiben. Jetzt weiß ich die Nummer wieder nicht mehr. Ja. Du hast mich angerufen. Ja, ich hab dich angerufen. Wo kann man einen fucking Pilotenschein machen, Mann? Ja, wusstest du das nicht, dass es das gibt? Nein, wo geht das? Ja, siehst du? Siehst du? Wo geht das? Über Asimov läuft das. Über Asimov? Der Mann ist nie da! Ja, ich hab zu Asimov einen guten Kontakt. Ja. Also bei Asimov fragen wegen Pilotenschein, oder was? Oder wie? Ja, genau. Ich hab heute oder gibt's da so ein Passwort für? Nein, ich habe heute meine erste Flugstunde gerade gemacht. Ja? Je nachdem, wie gut du bist, also du zahlst halt für 3 Flugstunden, aber wenn du jetzt gut bist, dann kannst du es auch mit einmal durchziehen. Ich bin ganz offen, ich nehme aber 3 Einzelstunden dafür. Und dann wirst du Mitglied dort. Da kann man sich auch regelmäßig ausleihen und so weiter, den Helikopter. Alles klar. Das ist alles, was ich wissen wollte. Oh, das ist ja schön. Rosane? Ist Asimov. Sagen Sie mal. Ja. Ich habe gehört, man kann so Pilotenscheine machen. Ja, natürlich. Kriegt auch einen Termin? Aber wieso flüstern Sie? Ich weiß nicht, Sie haben angefangen mit Flüstern. Wir haben angefangen zu flüstern, Frau Sen. Überhaupt nicht. Ja, okay, gut. Ja, Sie können einen Vereinsflugschein machen. Ja. Das bedeutet, Sie sind bei uns halt im Flying Wolf Verein eingetragen. Mhm. Ich denke mal, Sie waren schon auf Wienet-Seite, oder, bei uns? Natürlich. Ah, Lügnerin. auf jeden Fall gehst du drauf. Ja. Ja. Erstmal gefällt mir drücken. Das ist wichtig. Ja. Ja. Erst dann werde ich über Beachtung schenken. Alles klar, ja, verstehe. Genau. Und dann siehst du den angepinnten Beitrag. Da sind die Vereinspiloten und unsere Satzung. Ja. Und die Leute, wenn sie dann bei uns gemacht haben, werden sie Mitglied und werden dort eingetragen. So, wie läuft das ab? Sie müssen bei mir natürlich einen Flugschein machen. Ja. Haben Sie jetzt Zeit? Jetzt? Ja. Weil ich habe gerade mit Herrn hier Coldwell hat versucht, mich umzubringen gerade, ja? Ja, perfekt. Ja, dann kann es ja nur besser werden, oder? Ja klar, ich habe Zeit, ja. Weiß ich ja nicht. Haben Sie schon mal Flugerfahrung? Ich bin schon mal mitgeflogen. Ja, aber haben Sie schon mal irgendwie so ein Gerät mal gesteuert, sag ich mal. Das ist schon ein bisschen her, das ist jetzt schon irgendwie, weiß nicht, aber ich habe schon mal so einen Simulator, habe ich schon mal, ja. Okay, genau. Ja, sehr gut, das ist schon mal gut. Aber das ist echt schon ein bisschen her, ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege, aber ja. Ja, alles gut, ich kriege alles, also ich kriege schon beigebracht. Wenn ich Herrn Coldwell beibringe zu fliegen, dann kann ich auch jeden. Ich glaube nämlich auch, ich glaube auch. Genau. Wichtig ist jetzt halt, kostet $4,500, ja, also je Einheit 1,500. Ja. Eine Einheit dauert eine halbe Stunde, aber wenn ich merke, dass jemand, sag ich mal, die vollkommene Kontrolle hat, kann man das alles natürlich halt zum vollen Preis von $4,500 verkürzen. Ja, das ist ja klar. Ich werde nicht knauserig sein, Herr Asimov. Ja, alles gut. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich werde mein Geld schon kriegen. Und dementsprechend läuft das so ab, dass Sie also auf dem Flugfeld und allem drum noch gewisse Prüfungen bei mir absolvieren müssen, ja. Und wenn Sie das geschafft haben, ja, dann sind Sie Vereinspilot und dürfen den Hubschrauber ausleihen bei uns für eine gewisse Zeit halt. Standardmitgliedschaft haben wir, Beta-Mitgliedschaft und Alpha-Mitgliedschaft. Mhm. Ja, das klingt ja voran. Genau. warten Sie mal. Ich habe schon gefällt mir gedrückt. Ja, sehr gut. Ja gut, dann würde ich sagen, fahren Sie mal zu 892 in Grapesea. Da ist Flying Wolf Hangar. Ja, perfekt. Da warte ich auf Sie. Ja, bis gleich. Verdammt, jetzt bin ich gerade runtergefahren. Na gut, was tut man nicht für $4,500? Was tut man nicht alles? Oh, nur. Gut, okay. Easy. Dann sterben wir jetzt. Hervorragend. Keine Probleme mehr. Testament machen. Oh nein, dann war es nicht mehr da. Ja? Hi. Ja. Verwahrstelle für Autos. Ja? Jetzt hier gab es Verfolgungsjagd aus dem Auto raus, wurde was? Ja? Also aus dem Auto raus wurde geschossen, da ist doch Verwahrstelle noch vollkommen okay, oder sehe ich das falsch? Aus dem Auto raus wurde geschossen. Ja. Und dann vor Unfall? Ist halt die Frage, was willst du denn da finden? Waffen? Die Frage ist immer, was willst du finden? Ja. Oder? Also von der Verfolgungsjagd her? Ja, ein Traffic Law? Also, ja, stimmt. Ich will selber nichts finden. Ja. Genau, aber da wäre dann. Also. Das heißt, die Polizei soll. Nee, erzähl, sorry.
Genau, wenn du, also Autos auf die Verwahrstelle, wo sie dann nicht wieder rausgegeben werden, eigentlich nur, wenn wir irgendwas wissen wollen, sowas wie, es gibt da Einschusslöcher, das ist unklar, wo die herkommen und so, da muss die Forensik nochmal drüber gucken oder wir müssen das komplett durchsuchen nach Drogen, doppelte Böden etc., weil wir davon ausgehen, dass irgendwo was fehlt, ne, also auch typisch zum Beispiel, es wurde aus dem Auto rausgeschossen und die Täter haben keine Waffen dabei oder so, ne, da muss so ein Auto ja durchsucht werden. Dann hast du ein Recht, das Auto halt in, zur Verwahrung aufzubewahren, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Einfach nur, um die Leute zu ärgern, machen wir das nicht. Das hat halt keine rechtliche Grundlage. Okay. Das heißt, du musst dich immer fragen, was möchte ich mit dem Auto? Will ich da irgendwas rausfinden oder steht das da jetzt einfach nur rum? Gut, da der Tatverdächtige nicht ansprechbar war, ich weiß nicht, ob er schon durchsucht wurde, glaube ich, passt das da. Okay. Alright. Ja, das ist eine gute Orientierung. Die kannte ich noch nicht. Perfekt. Sonst noch was? Nö. Perfekt. Ja, ich dachte auch, als ich... Ja, ciao! Schönen Abend. Komm ja wieder. Muss nicht. Ach so. Henno, ich bin ja... Also, ich hasse Spätdienste, ne? Man geht zur Arbeit bei Sonnenschein. Es ist relativ warm. Ich hatte keine Jacke dabei. Ich hatte nur ein langes Oberteil an. Und man kommt wieder raus und es ist einfach fast Minus gerade und man zieht seine Atem und es ist einfach scheiße kalt und ich bin fast zerfroren auf dem Weg nach Hause. Es war großartig. Hab mich sehr gefreut. Was hat er eigentlich gesagt? Ich habe die Nummer vergessen. 8 irgendwas. 802 hat er gesagt, ne? Ne, in Grapeseed hat er gesagt. 892 wahrscheinlich. Ich würde mal sagen 892. Gerade noch am Telefonieren. Sehe ich. Ah, sehr schön. Gut. Ja, Heizung an wäre eigentlich echt keine schlechte Idee. Aber, ja. Das sagen wir jetzt Henno nicht, weil der hat keine. Aber. Ja, also gefühlt von gestern auf heute. Mr. Delanois. Ja. Drücken Sie mir die Daumen, ja? Wofür? Und mach jetzt meine erste Flugstunde. Auf Wiedersehen! Oh Gott. Frau Seiden, Sie brauchen wir hier noch. Herrn Cordwell, nein. Ist mir egal. Aber ganz ehrlich, wenn ich es nicht überlebe, Kurz macht das, ja? Ich empfehle Kurz. Ciao. Was ist mit Callahan? Wie soll ich dem das denn jetzt erklären? Der ist noch nicht da. Um Gottes Willen. Wie soll ich dem das denn erklären, wenn Sie tot sind? Ja, genau. Wie soll ich dem das denn erklären, Frau Seiden? Ja, schön. Wie soll ich das Kellerchen erklären, wenn sie tot sind? Ja, schön. Ah, schön. Anna. Wir haben ein paar Schatzarbeiter verloren. Die wollen alle fliegen lernen. Papa? Komisch. Weiß ich jetzt nicht. Popovstar. Licht ist kaputt. Das Auto hat kein Licht mehr. Und wir trinken uns dann rein, denn du musst eine Feier sein. Doch du willst noch was erreichen und nüchtern bleiben. Du musst entscheiden. Irgendwie, warte mal, nee, das liegt nicht am Auto, warte. Wie wär's denn mit Promille? Dann kann auch das. Wie wär's mit einem Schnaps und dann geht es ab? Was passiert hier? Und was ist mit einer Pille? Nein, jetzt kriegst du sie mal weg! Hilfe, was passiert hier? Die schmeißt du dir dann rein. Und jetzt kann ich nicht mehr aussteigen. Komm, fahr mit mir in mein Pilz, Server hin. Wasserhaus. Oh Gott. Und trink mit mir. Da wird er großartig jetzt. Pilzwasser aus. Jetzt könnt ihr ungefähr sehen, wie viele Tasten ich gedrückt habe. Das ganze Pilzwasser aus. Ja, jetzt? Ah ja, das wollte ich machen. Arrow Rings, vielen Dank für dein Follow. Und nüchtern bleib. Du musst entscheiden. Wie wär's denn mit Promille? Wie wär's mit nem Schnaps und dann geht es ab? Und was ist mit ner Pille? Und ich schmeiß
saufen ist mit deiner Meinung lang, denn man muss auch trinken, wenn man keinen Durst hat. Wenn man keinen Durst hat. Wie wär's denn mit Promille? Oh Gott, Leute, ich bin. Ach du Scheiße, ich bin ewig nicht geflogen, ne? Oh oh. Bin ich mit dem neuen Controller schon mal geflogen? Ich glaub nicht. Oh oh. Oh oh. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Oh nein. Oh Gott. Also ich würde mal behaupten, wir waren mal relativ gut, aber oh, puh. Ewig nicht gemacht, neuer Controller. Tschüss. Ich hoffe, wir sterben nicht. Anna. Anna Popo? Popo-Star. Melody, das Lied ist für dir. Wo immer du grot wirst, ich denk an dir. Melody, ich hoffe, dir geht's gut. Allein in dieser großen Millionen-Dollar-Stadt, wo jedes Käsebrötchen einen krank anstelle von satt macht, wo dich keiner wirklich kennt. Ach, jetzt schickt er mich hier wieder über diese... Ja, toll, obwohl du nicht mal richtig seinen Namen nimmst. Also lieb ich und bedacht durch die wilde große Stadt, und ich habe stets gelacht, und ich hätte nie gedacht, dass es da draußen jemand gibt, die genauso tickt wie ich, die genauso fühlt wie ich und mich. Das ist eine Sackgasse, großartig. Diese Melodie. Super wichtig, oder? Richtig. Ist aber auch schön, dass auch Asimov sagt, ja, also wenn ich das Codewort jetzt beibringen konnte, Frau Sane, ist ja gar kein Problem, wa? Kein Ding. Mist, nee. Oh, man konnte doch hier... Ja, genau, man kann hier auch... Welche mich denn jetzt hin? Den Hangar? Ah ja. Oh oh. Ach scheiße, ich wollte bei Della Noir noch mein Testament abgeben. Ach naja, tschüss. Ach da. Schick sie aus, Mr. Asimov. Hallo. Hallöchen. Sehr gut, festes Schuhwerk. Natürlich. Das ist schon mal gut. Ach, wir hatten hier schon mit High Heels, Leute. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, ich habe auch direkt einen Namen im Kopf, bin ich ehrlich. So. Und auch mit einem Anzug. Mhm. Coldwell. Ganz genau. Dachte ich mir. Alles gut. So, Sie sagen, Sie haben Erfahrung. Ich habe schon mal in den Simulator geflogen, ja. Okay, gut. Sie verstehen die Grunddynamik eines Hubschraubers. Hm? Ja, ich glaube schon. Ja, das werden wir gleich sehen. Aber der das Simulator war kleiner, da bin ich ehrlich. Ja, alles gut. Hm? Das ist halt eine ehemalige Kriegstechnik. Nein. Sie fliegen. Nein. Ich mache Ihnen den nur an. Oh Gott, ich dachte, ich mache... Okay, gut. Direkt ins kalte Wasser. Los, ja, rein. Ich bin ja neben. Ja, ich würde gerne. Moment. Alles gut. Also, wenn Sie irgendwie in Gefahr sind, ich peile den nächsten Busch an. Das garantiere ich Ihnen. Also sie können auch eingreifen, ja? Finde ich gut. Also so ein richtiges Fahrschulauto. Auf keinen Fall. Ich bin so schnell weg, dass sie nicht gucken können. Dafür habe ich meinen Fallschirm an. Ach so. Ich hänge an meinem Leben. Gut, also der Heli ist nicht so wichtig. Ich darf auch aussteigen dann, ja? Ja, der ist versichert. Wenn einer kaputt geht, kann ich mir zwei kaufen. Das ist schon in Ordnung. Gut. Wichtig ist jetzt Grunddynamik. Ja. Heben Sie mal kurz 2 Meter über den Boden hoch.